Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu den Challenges. Jawohl, es ist endlich soweit. Das Team darf getestet werden. Legends Once Upon a Time. Wir haben 3x, 4x, 5, 15 Sterne. Das sind 60. Was können wir uns denn heute spielen? BND Overall Player. 60 Sterne kriegen wir gar nicht. Da kriegen wir 85 Legends, 85 plus Legends. Oh. Das ist nice. Das ist nice. Roger Staubach macht den Anfang heute. Kennedy's Game. In Staubach's first Army-Navy game, then President John F. Kennedy performed the coin toss. Staubach would go on to lead the team in a 34-14 upset over Army. He threw for two touchdowns and had a rushing touchdown. 70 Yards passen, 40 Yards in 5 Spielzügen und kein incompleter Pass. Okay. Klingt machbar. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, haben wir schon lange keine Challenges mehr gehabt. Mesh Spot. Ball kommt. Staubach, Ball kommt an. Oh, wir haben viel Platz. Oh, wir haben viel Platz. Oh, wir haben sau viel Platz. Das ist herausragend. Heisman Heroics. Due to this exceptional play in the 1963 season, Staubach was awarded with the Heisman Trophy. That year he posted 1,474 passing yards for seven touchdowns and 418 rushing yards for 8 touchdowns. Ich muss einen Touchdown machen. Die Musik ist hier völlig wild. Score a touchdown this drive. 30 Yards passen. Und 20 Yards in 2 Spielzügen laufen. Aber gut gemacht von der Defense. Hat uns da ordentlich auflaufen lassen. Molly, nee, was ist doch. So, dann. Nächste Challenge im Sack. Award season. For the 1963 season, it wasn't just the Heisman he was awarded. He also won the Maxwell Award, the Chick Hawley Award, UPI Player of the Year, SN Player of the Year, the Walter Camp Memorial Trophy, and was named Anonymous All-American. Score a touchdown this drive. 30 Yards in 5 Spielzügen passen. 30 Yards in 3 Spielzügen passen. Das klingt super machbar. Nein, wirklich. Es ist... Ist, glaube ich, wirklich gut machbar. Schön. Oh. Alles gut.
Lawrence läuft da vorbei. Lässt ihn aussteigen. Easy Touchdown für Clemens. Und die nächsten 5 Sterne. Und damit haben wir die erste Legende mit 15 Sternen schon mal abgeschlossen. Dafür sollten wir uns ein bisschen leveln. 300 Coins. Team Pack 1500 Coins. Boah, das war aber wenig, was wir da dafür kriegen. Aber gut. Julius Peppers. Julius Peppers played for the Tar Heels in the late 90s and early 2000s. Play through his challenges to learn more about his impact for UNC's defense and his College Hall of Fame career. Sack full of Peppers. In 2000, Peppers finished out his sophomore season with a nation-leading 15 quarterback sacks. He was named first team All-Atlantic Coast Conference and second team All-American that year. Nicht mehr als 15 Yards diesen Drive. Oh my. Jawohl. Squirten. Kommt durch, 2.12. Stark gemacht, 3.9. Warren Sapp macht es richtig. Oh mein Gott. Warren Sapp war da richtig gut unterwegs. Hat sich richtig schön um den Gegner rumgearbeitet. So, jetzt haben sie 17 Yards geschafft. Und damit haben sie uns, glaube ich, einen Stern versaut. Ärgerlich. Unfassbar ärgerlich. Ich würde sagen, hau ihn weg da hinten. Boah, ein Vanko. So schön, zack, zack, Rolle vorbei und dann nix. Ein Weg, Quarterback, 4.15. Fünf Sterne. Peppers claim to fame for the Tar Heels is Tar Heel Hero. Peppers claim to fame for the Tar Heels is that he is second all-time in sacks in UNC history. Over his 3 seasons with the team, he had a total of 30.5 sacks. With Peppers on defense, the Tar Heels were forced to be reckoned with. Kein Touchdown erlauben und nicht mehr als 20 Yards. Guck mal, dass wir hier viel laufen. Oh! Zum Glück stopp, ne?
Es geht zurück. Mehr als 20 Yards haben sie schon. Was fangen die denn auf einmal an mit Trickspielzügen und allem drum und dran? Weißt du, davor einfach nur hier auf den Ball lauf und dann... Ah, und hier haben wir wieder. Dumme, nimm den Ball und Laufspielzug. 2-9. Gut gemacht. Boah, krieg den Ball noch weg. Aber trotzdem 3-10. Halleluja, gibt's ja gar nicht. Da hat man Glück. So, Play Next Challenge, jawohl. Hot Tamale. Peppers finished out college with monster numbers. He had 167 tackles, 5 interceptions, 2 fumble recoveries, 5 forced fumbles, 13 passes deflected, and he returned 2 interceptions and a fumble recovery for 3 total touchdowns. Don't allow a touchdown this drive und nicht mehr als 30 Yards. Muss NC State lassen, sie haben es zumindest geschafft, dass wir zweimal die Challenge neu starten mussten. Das muss man ihnen lassen. Kriegt auch nicht jeder hin. So. Oh, oh, wichtig. Wichtig, ich weiß nicht, wer da hochsteigt, war glaube ich Mohammed. 29 hinten habe ich jetzt zum ersten. Nee, Fitzpatrick könnte es noch gewesen sein. Alter Verwalter. Und da dann. Dritt und 4. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Warren Sepp sagt Hallo. Ja, Sepp hat den 3-14. Kämpft sich da schön durch, muss man ihn lassen. Vanquo will sich da durchsetzen. Boah, was für ein Fumble. Was für ein Fumble. Das war ein krasses Tackling. 5 Sterne natürlich, aber das war ein krasses Tackling. Ist es Pierce Jr., unser neuer Right End. Boom. Der schiebt den Korb. Hier, da fuppt ist der Ball weg. Hammer. Und lässt dann den Korb gleich mit seinem eigenen Mitspieler kuscheln. Alter. Was für ein Movement. Oh, unser Defense, unsere neue, gefällt mir richtig gut. Die gefällt mir richtig gut. Und unfassbar hungrig. Und kann man bösartig sagen? Ich finde ja. Hat mir gut gefallen, der Auftritt. So, Return to Main Menu. Die nächsten 15 Channels sind im Sack.
Muss man mal schauen. Rewards, 81 Player Pack und 1500 Coins. Season Level kommt nichts dazu, das ist schade. Warren Sapp, Legends once upon a Warren Sapp played for the Hurricanes in the early 90s, played through his challenges to more about his impact for Miami's defense and his lights out college football career. So, Warren Sapp, Eye of the Storm. Sapp was absolutely dominant on defense during his junior year with the Hurricanes. He had 84 tackles and led the team in sacks with 10.5. He finished with a 6th place in Heisman Trophy voting that season. Für einen Defender nicht schlecht. So, 2 Tackles und nicht mehr als 40 Yards. Gegen die Florida Gators. Derby, praktisch. Rivalry, wie die Amerikaner sagen. Oh, toller Ball. Gutes Tackling, wichtiges Tackling. First Yards, First Down ist es trotzdem. Manko. Setzt sich hier. Boah. Wow. Der marschiert mir hier ein bisschen zu leicht hier durch. Du warst. Oh, fast die Interception. Balkon an. Dritter und 5. Langway. Ah, zu viel Platz. 38 Yards und jetzt wird's schwierig für uns. Way. Kommt, Gegner kommt durch und damit hat er die 40 Yards und wir können von vorne anfangen. Das war keine gute Defense von uns, muss ich sagen. Aber sie haben es auch perfekt ausgespielt. Also muss ich den Gegner auch lassen, wir können keinen zum Gegner schlechten Vorwurf machen, für das diese hier Weltklasse spielt. Dann blitzen wir halt öfters. Und der wirft weg. Genau, Anko. Nach 4 Jahren zu Schluss. Und wieder der Run und Schluss ist diesmal. Gehen wir hin. Robinson läuft irgendwie immer noch. Fünf Sterne. One for the shelf. In 1994, Sapp won countless awards for his efforts. On the turf, he won the Lombardi Award, the Bronco Nagurski Trophy and the Bill Willis Trophy. He was also named Unanonymous All-American and First Team All-Big East. Kein Touchdown erlauben, nicht mehr als 20 Yards. Gegen die Gators, das ist schon eine Herausforderung. Das ist nicht so ein ja, mach mal, sondern das ist so, ja, mach mal. Müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen. Aber ich bin zuversichtlich, wir haben bisher alles hingekriegt. Scheitern ist generell nicht so unsere Stärke. Ich hasse es zu verlieren, vielleicht liegt es auch daran. Was nicht heißt, dass ich kein guter, dass ich ein schlechter Verlierer bin. Ich bin nur kein Fan davon. Ja, gut aufgepasst. Fitzpatrick.
Oh, Warren Sapp. Oh, Pierce kommt auch noch dazu. Dritter und 12. Ich muss eigentlich schauen, dass ich diesen Ball möglichst wohin setze. Ja, irgendwo hinsetzt, dann muss er wegwerfen, weil sonst wäre er nur wieder gesackt worden. So sieht's aus und so, dann haben wir die nächsten 5 Sterne im Sack. Hurricane Season. Sapp finished out his career at University of Miami with 176 tackles and 19.5 sacks. Sapp was a powerhouse that helped aid Miami to being the Big East Conference Champions in 1994. Nicht mehr als 10 Yards. Und das ist jetzt eine Hausnummer. Nicht mehr als 10 Yards ist jetzt schon eine Hausnummer. Ihr erster Versuch bisher war generell immer ein Run. Jo. Jo, muss man ihn gönnen. Wir sind nicht hingekommen. Es war die richtige Entscheidung zu blitzen. Es war aber nicht die richtige Entscheidung, hinten alles offen zu lassen. Was ich auch nicht verstehe, weil ich habe gesagt, es kommt ein Pass. Also klar habe ich gesagt, hier blitzen. 6-9-5, da hätte der gar nicht so weit laufen dürfen eigentlich. Und wieder die... Oh Gott, und wieder ist es ein Touchdown. Gut, 2-7. Fumble! Oh, recovered beim Gegner. Dritter und 11. Dritter und 8, warum? Hier, 4 und 7. Raus mit dir hier. Warum haben die jetzt wieder 3 Yards geschenkt bekommen? Aber gut, die nächsten 15 Sterne im Sack, damit haben wir 45. Coins. Ja, wir kriegen hier durch die Challenges nichts mehr obendrauf an XP und das ist schwach. Brian Bosworth. The Boss played for the Sooners in the mid-80s, played through his challenges to learn more about his tackle prowess in his College Football Hall of Fame career. Brian Bosworth was, Orange, he glad. Brian Bosworth was massive in the effort that led Oklahoma to the 1985 National Championship after recording 13 solo tackles in a 25-10 win against number one ranked Penn State in the Orange Bowl. Okay, dann schauen wir mal, ob wir die schlagen können.
Ich habe vergessen, was ich machen muss. Nicht mehr als 15 Yards in zwei Spielzügen, nicht mehr als 20 in vier und kein Touchdown erlauben. Ja. Sehr gut. Vier und eins. State am Ende. Oh, guter Pass, aber erst down, zweite und vier. Oh fuck, oh fuck. Oh, first and goal und das andere zwei. Oh. Nichts mehr zu verlieren. Oh Gott. Ja, das ist aber schwache Defensivleistung. Also so gut wie wir es jetzt teilweise hatten, Penn State hat sich da jetzt gerade richtig lustig gemacht über uns. Ja, das ist aber ein Wanko. Schau dir das an. Viel zu einfach. Die marschieren da durch, als wäre das gar nichts. Und unsere schauen zu und machen nichts dagegen. Das geht gar nicht. Wirklich null. Halleluja. Wanko? Jawohl. Schalte dich mal schneller, das ist richtig. Und vier. Kommt der Pass schön aussteigen lassen. Muss ich da noch was sagen? Hallo, sag mal. Hey, 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 wir müssen die Leute trotzdem noch tacklen, Freunde. Ja, dritter und 13. Müssen sie erstmal schaffen jetzt. Müssen ruhig bleiben. Es ist nicht einfach. Das wird auch nicht einfach. Dann kommt der Rush.
Bei 4 und 10 bleiben sie stehen. Load Block Left. Wir haben keinen Touchdown erlaubt. Das ist gut. Wie schnell ist Muhammad? Mit der 7 da draußen. Kein Block. 0-3. Aber 5 Sterne. Double Butkus. Bosworth is the only two-time recipient of the Butkus Award in 1985 and 1986, which is given to top linebackers annually. He was also named first team All-American and Big 8 Defensive Player of the Year in 1985 and 1986. Nicht mehr als 40 Yard diesen Drive, nicht mehr als 30 Yard diesen Drive und 2 Tackles. Gegen die Texas Longhorns. So. Gut. Gut. Weg. Muchas merci, liebe Longhorns. Daumen nach oben. So, letzte Challenge. See you sooner. Bosworth finished out his time in Oklahoma, leading the team in tackles for all three of his seasons played. He ended his career with the Sooners at a massive 395 tackles for the team. Keine 55 Yards, keine 40 Yards. Get a hit stick, big tackle this drive. Schauen wir mal, ob man das hinkriegen, diese Hitstick Big Tackle. Kein Hitstick Big Tackle, das war, ich lege mich zu dir auf, vor deine Füße und fertig. Das war mein. Auch nicht, wir sind verarschen. Doch, passt, alles gut. Gut, dass er jetzt gewertet wird, nachdem gerade er den Ball irgendwo hinwirft. Da fällt einem nichts mehr ein. Da fällt einem nichts mehr ein. So. Robinson, ich hab Bock auf einen Touchdown. Schaffen wir das? Nee. So, damit haben wir 60 Sterne gesammelt heute. Ich kann mich dann ganz recht herzlich für euch, bei euch, fürs Zuschauen bedanken. Sagt Schammel V.
Ja, und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Zu entweder neuen Challenges oder. Also morgen auf jeden Fall, stopp, muss ich dazu sagen. Morgen nicht direkt neue Challenges, morgen haben wir Spiel 5. Genau, bis dahin schon mal vor, bleibt gesund. Wir sehen uns.